Ich denke, Sie sind zufrieden heute mit der Leistung. Absolut, ja. Kurz ein paar Worte zum Spiel. Ja, das Spiel lief eigentlich so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wir hatten von Anfang an viel Ballbesitz, haben den auch genutzt, um Chancen rauszuspielen. Machen dann in der ersten Halbzeit 2 Tore. Ich glaube, es war vielleicht sogar noch 1 oder 2 Tore zu wenig für die Chancen, die wir hatten. Wir hatten es gut im Griff, die Jungs haben es gut gemacht. Und ja, mit dem 3-0 war das Spiel dann entschieden. Und dann konnte man auch ein bisschen vom Gas runtergehen. Wie erklären Sie sich die Geschwindigkeitsvorteile Ihrer Mannschaft? Man hat ja teilweise wirklich das Gefühl gehabt, da spielt eine Sportwoche gegen den Traktor. Ja, die Jungs trainieren jeden Tag. Also die Jungs sind fit, die können gut Fußball spielen, technisch gut ausgebildet. Und genau das ist unser Ziel, einfach schnell zu spielen. Und ja, da einfach immer wieder einen Unterschied aufzuzeigen zwischen Mannschaften, die vielleicht nur 3-4 Mal die Woche trainieren, ja, und es nicht professionell machen, und halt dann den Jungs, die irgendwann mal in der Bundesliga enden wollen.